In Hogwarts Legacy kann man durch ein mächtiges Feature extrem stark werden. Die Schadenszahlen sind nicht normal. Man rasiert durch die Gegner in Sekunden durch. Wie ihr genau so abgehen könnt, zeige ich euch in diesem Video. Bleibt gespannt, lohnt sich. Servus Hexer und Zauberer, und vielleicht ist der ein oder andere Muggel auch mit dabei. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Corpheus. Bei mir gibt es immer News und Guides zu Open World und Rollenspielen. Sind auch schon viele Videos zu Hogwarts Legacy draußen. Gerne vorbeischauen, bringen euch weiter. An der Stelle möchte ich mal fett Danke sagen für die vielen netten Kommentare und in den verschiedenen Videos. Geben mir noch mehr Kraft, mehr Videos für euch rauszuballern in der kurzen Zeit. Die Kommentare vom gestrigen Video muss ich noch komplett durchlesen. Vom Patch-Video habe aber schon rauslesen können, dass irgendwie viele jetzt mehr Probleme haben als vor dem Patch. Bin mal gespannt, wie das Ganze dann auf PlayZ aussieht, wenn der Patch draußen ist. Natürlich, heute geht es um ein anderes Thema, und zwar um die Ausrüstung. Ein extrem mächtiges Feature in Hogwarts Legacy. Ich habe alles getestet, was es für Unterschiede macht, wenn man die Rüstung verbessert, wenn man sogenannte Runen, heißt glaube ich, Eigenschaften in die Rüstung einbaut. Prozentual habe ich das Ganze ausgerechnet und ob das Ganze auch stackt und so weiter. Und es macht einfach einen riesigen Unterschied, ob man die Ausrüstung verbessert oder nicht. Und was extrem cool ist, man kann das schon sehr früh im Spiel machen, denn die Ressourcen dafür sind extrem günstig. Man braucht sehr wenig, bekommt sie sehr schnell, und das ist schon eine mega geile Sache. Ihr seht hier einen Schadenstest mit der Standardrüstung. 35er Level bin ich, nichts an der Rüstung verbessert, alle Slots frei, und ich mache 1594 Schaden. Das Ganze mit einer komplett verbesserten Rüstung auf die Max-Stufe gepusht, keine Eigenschaften drin, macht plötzlich 6144 Schaden, und das ist natürlich ein extrem krasser Unterschied. Natürlich habe ich es mir nicht nehmen lassen, Defindo-Runen in die Rüstung einzubauen auf der Stufe 3. Bin dann nochmal zur Spinne hin und habe dann leider nur 507 Schadenspunkte gemacht. Irgendwie kommt da der Rechner, der Multiplikator, etwas durcheinander. Daraufhin bin ich zum Troll. Mit einer speziellen Kombo kriegt man bei dem auch eine gelbe Schadenszahl hin. Und da habe ich 10k rausgehauen, was auf jeden Fall auch ordentlich ist. Es geht aber noch krasser mit einem roten Trank, der noch in den Talentpunkten geskillt ist. Und da ist der Troll schon direkt gestorben bei der Anfangskombo. Nur für diesen Konter mit 19k. Da musste ich dann auf jeden Fall schmunzeln. Ich habe dann noch ohne diese Kombo das Ganze gemacht, nur direkt vereist. Dann mit Defindo drauf sind auch 19k rausgekommen, was natürlich echt ordentlich ist. Die Ausrüstung kann man im Spiel schon sehr früh verbessern, sollte man auch machen, kostet nur sehr wenig Materialien, und zwar wenn ihr den Raum der Wünsche habt und ihr spielt noch ein bisschen weiter, bekommt ihr vom Hauself einen Webstuhl, und damit funktioniert es. Zur Info, die Ausrüstung unterteilt sich in zwei verschiedene Bereiche. Verteidigung, so haltet ihr natürlich mehr aus, Maske, Hut und Gewand. Und als zweites Offensiv, so haut ihr mehr Schaden raus, Hand, Schal und Umhang. Außerdem gibt es natürlich verschiedene Seltenheitsgrade, von grün bis legendär gelb durch. Und desto seltener die Stufe ist, umso größer ist auch der Slot. Ein grünes Rüstungsteil hat zum Beispiel keinen Slot drin, wo man keine Eigenschaft einbauen kann. Und eben ein goldenes Rüstungsteil, das hat einen 3-Dreier-Slot, wo man die stärksten Eigenschaften einbauen kann. Gerade für den Schluss ist es natürlich extrem wichtig, denn dadurch werdet ihr auch nochmal massiv stärker, gleich mehr zu den einzelnen Eigenschaften und wie die funktionieren. Desto höher ihr im Level seid, umso besser werden natürlich auch die Rüstungsteile von den Werten. Offensivwert steigt und natürlich auch die Verteidigung. Am Schluss als Tipp geht man eigentlich nur noch zum Händler in Hogsmeade, wartet 2 bis 3 Tage, dann resettet das Angebot und kauft sich dort die legendären Teile immer mit dem höchsten Wert. Für die Verbesserung der Ausrüstung braucht ihr verschiedene Tierwesen-Materialien. Die zwei Kategorien sind aufgeteilt. Ihr seht es einmal oben mit Verteidigung, unten mit Offensiv, die drei verschiedenen Verbesserungsstufen durch. Desto weiter man verbessert, umso mehr Materialien bekommt man. Dennoch sind das extrem wenig Materialien, denn wenn man die Tierwesen füttert und streichelt, bekommt man massenhaft Ressourcen, und nahezu von jedem Tier kann man 4 Stück halten, und so kann man sehr schnell an die Ressourcen rankommen, selbst wenn man noch kleiner im Rang ist und schneller neue Rüstungsteile findet, kann man trotzdem sehr leicht immer wieder die Ausrüstung verbessern, weil man die Ressourcen hinterhergeworfen bekommt. Das Interessante, wenn man die Ausrüstung verbessert, bekommt man bei allen defensiven Teilen on top offensiv dazu. Heißt, wer mehr Schaden haben möchte, sollte auf jeden Fall die defensiven Teile verbessern. Und wenn ihr die offensiven Teile verbessert, dann bekommt ihr on top Verteidigung dazu.
Um die Ausrüstung übrigens verbessern zu können, braucht ihr alle 13 Tierwesen. Gerade zwei Tierwesen bekommt man nicht so früh. Bei Händlern kann man sie aber trotzdem finden und kaufen. Zum Beispiel bei dem Händler ganz oben links auf der Karte kommt man auch mit der Story vorbei. Dort bekommt man zum Beispiel die Phönixfeder oder auch ein spezielles Horn. Alle anderen Tierwesen könnt ihr sehr früh an ihren Nistplätzen, sage ich jetzt einfach mal, abfarmen. Ihr seht sie einfach immer auf der Karte markiert mit der kleinen Tatze. Dort einfach hingehen, mit Momentum wirken und fangt euch dann immer direkt 4 Stück und setzt sie bei euch in die verschiedenen Bereiche im Raum der Wünsche frei. Mit der Zeit kriegt ihr auch mehr Bereiche. Am Anfang habt ihr nur einen, wenn ihr weiterspielt mit der Story, kommen dann immer mehr dazu und so bekommt ihr dann sehr viele verschiedene Tierwesen unter, könnt sie immer füttern und streicheln. Als Tipp beim Händler auch unbedingt die Futterstation kaufen, ist der allererste Händler in Hogsmeade, denn die könnt ihr hinstellen und sie füttern sich dann automatisch und ihr müsst nur noch mit dem Striegel durchlaufen und sie dann streicheln und ihr bekommt dann schon massenhaft Produkte oder Materialien von den Tierwesen raus und könnt eben so sehr schnell eure Ausrüstung verbessern. Damit das Ganze noch schneller geht, empfehle ich euch einfach mit der Bürste komplett durchzurennen. Normalerweise sollten sie schon gegessen haben, falls nicht, würde ich ein Tier, das wo noch fehlt, füttern und ansonsten würde ich die RB-Taste drücken oder die R1-Taste und dann wechselt ihr ins Menü rein und könnt durch die Tiere durchwechseln und so sehr schnell die einzelnen Materialien euch holen. Ein sehr wichtiges Thema sind natürlich auch die Eigenschaften, die Runen, die man in die verschiedenen Rüstungsteile einbauen kann. Wie seltener das Rüstungsteil ist, umso größere Runen könnt ihr einbauen und die machen teilweise einen enormen Unterschied. Verteidigungsrunen bekommt ihr primär über die Herausforderungen. Wenn ihr verschiedene Gegner tötet, werden die mit der Zeit freigeschaltet, könnt ihr ganz easy einfach immer nachschauen und sehen. Die ganzen Angriffsrunen bekommt man bei den verschiedenen Zelten auf der Open World einfach alle abfarmen, es gibt da spezielle Truhen und die öffnet man einfach und bekommt dann per Zufall eine Rune raus. Desto höher die Zahl ist, die Dreierrunen sind natürlich prozentual am stärksten, da holt ihr den meisten Schaden raus. Wer nicht alles abfarmen möchte, kann natürlich vor so einer Truhe speichern und wenn er nicht eine Dreierrune rausbekommen hat, den Spielstand neu laden und dann kriegt man eine andere Rune raus und so lange machen, bis man eben die gewünschten Dreierrunen eben schon besitzt. Wer das nicht machen möchte, muss natürlich alle einzelnen Lager auf der Map abfarmen. Natürlich habe ich auch die Runen getestet. Wie hoch ist die Schadenserhöhung? Kann man mehrfach die gleiche Rune einbauen? Stackt das miteinander? Und auf folgende Werte bin ich gekommen. Ich habe die Spinne angegriffen ohne irgendeine Rune. 1346 Schadenspunkte. Mit einer Defindo-Rune habe ich dann eine Dreier-Rune. 1548 Schadenspunkte gemacht. Entspricht 15% Schadenserhöhung. Also eine Dreier-Rune macht 15% mehr Schaden. Ich habe dann noch eine zweite Rune eingebaut, hat dann 1780 gegeben, also on top nochmal 15%, heißt die Runen stacken auch. Man kann mehrfach die gleiche Rune in Set einbauen, wenn ihr möchtet, 6 Mal und ihr bekommt immer on top 15% dazu, wenn ihr einen einzigen Zauber verstärkt, also hier zum Beispiel jetzt immer der Defindo. Möchtet ihr eine andere Rune einbauen, die zum Beispiel hier auf alle schädlichen Zaubersprüche geht, dann ist die Erhöhung nur 8%, weil es halt auf mehrere Zaubersprüche ist, entscheidet ihr euch für einen Zauber, dann bekommt ihr 15%. Trotzdem roundabout eine extrem krasse Erhöhung. Man kann da einiges an Schaden rausholen. Wenn euch das Video gefallen und geholfen hat, dann würde ich mich mega über einen Daumen nach oben freuen. Wer mehr sehen möchte, einfach auf dem Kanal vorbeischauen. Vieles kommt auch noch raus. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zocken. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.